Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mystery Quest Station. Belago, hallo. Kannst du mir den Leuten vorstellen? Hallo? Geh näher ran. Hallo. Hör das Mikro zu bewegen. Dann spielt die Musik ja, ganz so weiter. Ja, so will ich mich. Ach, ich wollte gerade Bücken sagen. Hallo. Ah, gerade hör mit zu hauen. Ohne sie anzuschwulen. Ich hab den. Hallo, so. Instant Depp-Attacke. So, nach diesem unglaublichen Kampf habe ich es jetzt auch mal geschafft. Ach, wie lieder meine Charaktere. Warte, du hast mich schon wieder Lago genannt, oder? Ich hab dich Lago genannt, ja. Nein, nämlich Flori einfach. Ich hasse diesen Namen. Ich hasse dich auch. Komm hier ein bisschen, Fingerschädel. Was? Komm hier ein bisschen. Wir sind gerade in einem Baum, kämpfen gerade gegen Schleim, werden geblitzelt und geschlagen und greifen jetzt an und keine Ahnung. Ich weiß nicht, was sagen soll. Der Ort langweilt mich. Ich bin da ziemlich unkreativ, wenn es dir eventuell auffällt. Und sowas wie du schimpfst dich als Player, ich kann es gar nicht glauben. Entschuldigung, dass Musical Session nicht gerade zu meinem Genre gehört. Keine Begründung. Doch. Schon was von der Serie gehört, schwul macht cool. Was aber das damit zu tun hatte. Ja. Und damit noch ein anderes Thema zu kommen, und zwar hintern so von der Front. Wer kennt diese Serie und wer hat sie ebenfalls so gern wie... Ich. War eine coole Sache, genauso wie das gutste Stanley war davon mein wenigstens gemacht. Also dann gab es noch zum Beispiel immer wieder Jim. Ah, schön, dass das hinter so von der Front war das Beste. Da wo ich das alles abgesetzt habe, stattdessen gibt es jetzt X-Style, wir sind Penny Tag und Nacht und oh mein Gott, wie scheiße, Real Life TV ist. Weil ich letztens was Lustiges gehört habe, also wahrscheinlich kennst du schon wieder die halbe Welt, aber naja, willst du es wissen? Ja, aber jetzt muss ich nur sagen, aber eine Sache... Es ist aber grausam, es ist warte, grausam. Warte, eine Sache, die ich immer gehasst habe in den ganzen Sachen, war immer dieses, dieser komische, dickere Kerl mit den Lastwagen. Ach so, das meinst du? Dieser, wie hieß denn der? Oh Gott, wie hieß denn das nochmal? Der Frauenversteher? Nein, keine Ahnung. Nein! Fuck, wie hieß denn das? Nein, ist der Death-Attacke. Ja, natürlich triffst du damit auf. Verzeih! Wie hieß denn das nochmal? Ich hab keine Ahnung. Egal, weiter, was wolltest du mir jetzt erzählen? Das ist aber wirklich brutal. Glaubst du, du hältst das aus? Dann sag. Ich kenne Und zwar, also kennt ihr Asi TV und RTL und da gab es so eine Sache. Und anscheinend Asi TV zum Beispiel mitten im Leben und Familienbrennpunkt. Ach so, der Ding ist krank. Da war halt so eine Tochter und deren Katze war krank und dann hat halt der Regisseur zu einem Mitarbeiter gemeint, das wäre doch eine so gute Sache, wenn die Katze auf einmal versterben würde. Und dann haben sie kurz die Katze genommen und die wurde nie wieder gesehen und sie ist gestorben. Also haben sie für Einschaltquoten gesorgt, dass eine Katze getötet wird. Wo ich mir teilweise echt denke, what the fuck, ey. Für sowas wie mitten im Leben und so weiter. Ja. Wow. Ganz ehrlich, deutsches Fernsehen ist echt tief gesunken. Sag nichts gegen deutsches Fernsehen, ist nur RTL. Ich sag generell was gegen deutsches Fernsehen, weil das meiste deutsche Fernsehen kacke ist. Richtig. Ich bleib noch immer Japaner treu. Da kommen die Japaner mal auf, wenn du bist. Naja. So. Ja, great. Great. Was soll ich davon halten, ey? Von was jetzt? Dass du gerade hier gestorben bist, oder? Ja, von meinen Charakteren. Ich finde, von RTL kann man sowieso nichts Gutes halten. Deswegen, seit dem Zeitpunkt, als ich diese, die Reportage über die Gamescom gehalten haben. Die war aber schon davor genug Mist angestellt. Also seit das gekommen ist, verhasse ich die eigentlich noch mehr, weil sie damit so ziemlich eigentlich alle beleidigt haben. Richtig. Klar, auf einige Leute trifft es eventuell so, aber dann gleich so vom Vorteil her zu sagen, gleich, dass sie kein Leben hat, die ganze Zeit nur rumzockt, umgefliegt. Aus dieser Herangehensweise, ich meine, die Leute wussten nicht, dass diese Kommentare kamen. Das heißt, sie haben Fragen gestellt bekommen, die haben sie normal geantwortet und dann kam jetzt im Hintergrund.
Ahai gibt an, dass er gerne zockt und dass God of War zum Beispiel ein tolles Spiel war. Er scheint wirklich ein gewalttätiger Fan zu sein. Er könnte der nächste Amokläufer Deutschlands werden. Oder diese drei, die da rumgerissen in diesem Kostüm, wo die gemeint haben, halt vor der Gamescom, dass sie keine Freundin haben. Und dann der Moderator so am Ende halt mit uns scheint auch immer nicht so, dass wir eine Freundin gefunden haben. Als wenn man an die Gamescom geht, als wenn man auf die Gamescom geht, eine Freundin zu finden in vielleicht 3 Stunden oder so. Na gut, manche Menschen tun bestimmt sowas. Ja, aber trotzdem, wie kann man eigentlich so bescheuert sein? RTL, es ist RTL, Mann. Deswegen wundern sich alle, warum sie die Kinder zwischen das Internet verlieren. Ich sage auch nur Stichwort Werbung. Richtig. Ich meine, ich habe da ja halt letztens auf Ghost Whisperer geguckt. Was? Ghost Whisperer habe ich geguckt, um eine Folge zu sehen. Da kam 7-mal Werbung. 7-mal! Ja. Das ist kein Wunder, dass die Folge da, weiß der Himmel, wie lang dauert. Ja, ja. Aber trotzdem ein sehr spannendes Ende, aber mal wieder mit einem offenen Ende. Und das hasse ich, wie die Pest, wenn offene Enden sind. Stellfänger nennt sich sowas. Oder offenes Ende, hast recht. Total schlimm. Ja. Aber es bleibt trotzdem spannend. Ich bin mal gespannt, was demnächst kommt. Ich auch. Ja, ich gucke das nicht so oft. Ja, ich habe auch nicht so oft geguckt, aber es ist eigentlich schon ziemlich spannend. Es ist auch gar nicht so schlecht gemacht. Wenn ich gerade auf, wenn ich spiele die ganze Zeit mit Speed, also weil, viel zu viele Gegner hier. Mann, und dieser scheiß Viecher trifft mich sowieso niemals im Leben! Naja, da wir bei diesem Ort uns total langweilen, ist es kein Wunder. Oh, dein Ernst? Nee, ist einfach. Nee, viel zu lang gezogen, der Ort. Ja, ich glaube, dass das eigentlich eher ein Zwischenort ist. Oh nee, ich weiß doch, was als nächstes kommt. Geht der Ort wirklich schnell? Der nicht so, ja, der wird doch in einen Part passen. Sofern wir beide vom selben Ort sprechen. Ja. Berg und so. Ja. So. So. Nein! Hast du. Nein! 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 Freunde, wir sehen uns wieder, wenn wir da beim Baum sind. Bis gleich. Mach bitte kurz Aufnahmepause. Pause, nicht stopp. Freunde, da sind wir endlich wieder. Meine Herr, das lange dauert. So, ich will den Ort beenden. Ich bin jetzt hier nochmal die ganze Zeit durchgezogen worden. Seit dem Speedtest hat das lang genug gedauert. Und seht, ich bin schon bei 32 jetzt, deswegen leider. Tut mir leid, war nicht so geplant, aber ist jetzt scheißegal. Gab es hier Geld, ganz viel Erfahrung, bla 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 bla. Alles schick, alles toll. Und ich will diesen Ort jetzt endlich beenden. Ja. Zieht sich viel zu lange hin, der nächste Ort ist da wesentlich angenehmer, der Ort danach geht eigentlich noch. Das hast du schon mal gesagt. Kommt einfach nur dran, ob man halt hier Items haben will. Dann ist er wirklich nervig. Und ich darf mal raten, du nimmst die Items, oder? Ja klar! Ich gebe mir jetzt normale Items und Spezial-Items. Achso. So warst du. Keine Ahnung. Darf ich normale Tränke dann da Stunden meines Lebens investiere? Vielleicht. Ich denke mal eher nicht. So. Okay, gut. So, jedenfalls siehst du schon, wir sind gleich da. Ja, zum Glück. Ja. Oben hier müssen wir uns auch noch ein paar Scheren kümmern. Dann geht's auch zum Boss. Oh, viel zu viel auf dem Weg. Deine... Oh, sie ist ein bisschen schlecht. Nächste. Gegen Ding. So, ja, ein Boss. Das wirkt sich nicht. Bitte. Das ist doch schick. Mein, pass auf. Ja, ja. Interessant, du bist jetzt Level 32 und hast jetzt gerade mal genauso viel KP wie sie. Ja klar ist es, dass sie ein bisschen mehr KP haben, was erwartest du? So, keine mehr Healports, egal. So. Oh mein Gott, viel zu viele Skelette, ne? Das kann ja toll werden. Jetzt machst du eigentlich den Windzauber. Ich glaube, weil die doch sehr empfindlich sind, oder? Ja. Tada. Einfach. Gut, bitte weitermachen. Ja, jo. Tada! Kriegst du? Kriegst du Cake? Ja, die gehen ein bisschen auf die Nerven, diese Scheißteile. Also allgemein, dass hier so viele. Das Ding hat so viele Ebenen, da sind so viele Gegner eingeklatscht worden, also mehr übertreiben kann man nicht. Ja, einfach nur Zeitfresser-Ebenen. Richtig. Das Spiel hat halt nicht so viel zu bieten, deswegen müssen halt Gegner rein als Zeitfresser. Und eigentlich müsste ich gar nicht mal alle von hiervon töten, aber die bisschen Erfahrung können wir uns ja mitnehmen, sind die einfach zu töten. Deswegen. Ja. Den Boss werden wir uns natürlich Zeit lassen. Als Boss kämpfe ich nicht vorspringen, das ist ja kacke. Das mache ich auch nicht, zum Beispiel bei. Da sehe ich auch schon den Boss. Bei Pokémon oder so, zum Beispiel Arena-Kämpfe und so, speziell Kämpfe, sprich ich auch nicht vor. Ja, wäre ja scheiße, denn. Und Level 33 auch noch mächtiger, ey. So, das waren alle Gegner. Jetzt noch heilen. Ach. Leck mich mal. Achso, du bist. So, let's go! Wir können einfach dahinter die Tür aufmachen und einfach uns verpissen. Lol, ist ernsthaft?
Ja, ich weiß gar nicht, was gegen, mehr Schaden macht. Gidra, Eigentlich ist es der Kerberos gewesen. Naja. Vielleicht heißt er so. Guck mal, er ist auch da gegen wen empfindlich. Vielleicht heißt er so. Warum sind die jetzt alle schneller als ich? Hallo. Vielleicht heißt er ja im Englischen so. Kann natürlich sein. Obwohl, ich glaube, eigentlich heißt Cerberus im Englischen. Also jetzt wollen wir mal austesten, zuerst die Felsenaugen, wie Schaden die macht, und wer das mal gewinnt. Er wird mal gar keinen Schaden. Mal sehen. Und ist so gut 1900, ist ordentlich Schaden. Ist gut ein Stück Holz. Ja, auf jeden Fall. Mit Wintern ist aber empfindlich. Ja, ich weiß. So, bei einem 1700, weiß ich nicht, ob das... Also eine war ein 1900, mal sehen, wie viel Schaden das macht. Aber der Boss hat nicht viel zu melden, habe ich so gesagt. Hat dem wirklich halt ein bisschen viel KP sonst. Und wie viel Schaden macht das? Okay, gut, mich war es besser. Oh, er ist traurig. Ja, wird sich noch ändern. Aber der Drachenkopf, da kommt uns sehr bekannt vor. Ist nicht der Bosskopf. Oh, wirklich nicht? Nein. Kam mir so vor. Gut, ich hab nichts gesagt. Tada! Also, ich will zu melden. Aber ich find's cool aus. Geht. Das ist halt. Es gibt hier viele Bosse, die haben einfach nichts zu melden. Legst die Boss in der letzten Welt. Als nächstes kommt, ist einfach nur billig. Also, ich sag jetzt nicht speziell, sondern wenn es passiert, dann sag ich Bescheid. Der Boss ist cool. Nee, geht jetzt nicht darum, sondern. Er ist nicht so einfach, er kann eine fiese Attacke. Hat jetzt nicht speziell was mit dem Boss zu tun. Und tschüss. So, das war's auch schon. Tada. Damit ist der Baum gereinigt. Hallo. I am grateful to you for beating those monsters. Allow me to carry you. Ach, genau. Siehst du das da unten? Das Grüne? Ja. Das ist cool. Did it end in the winter Bäumchen? Cause after the world is proud. Out came the rain. Okay. Kannst du jetzt eigentlich trotzdem zurück? Klar. Tada. Nein, ich meinte. Das war ich gerade gar nicht. So, ich würde mal sagen, jetzt eignet sich der Zauber. Mach's gut. So, Heide-Tempel. Naja, nur mal kurz sagen, mit denen noch quatschen, ne? Meinetwegen. Hallo. Captain Mac will tell you about the prophecy. Hey! The fuck's happening? So. So, wegen der Speedtaster war, Alter, der Ort ging 30 Millionen Jahrzehnte, das geht gar nicht. Wir können den Part so mit den Speedtaster FTW. Ja, ja. Was denn so unpraktisch ist die Taste nicht? Ja, aber ich mag es allgemein nicht so generell, die zu verwenden. Ja, komm, wenn wir es nicht später so verwendet hätten, dann hätten wir es noch zwei Parts bestimmt noch gebraucht. Ja. Deswegen, also Freunde, der Part ist einfach nur. Und. Wozu ist der Weg? Der ist total useless. Egal, so. Schlagfelder. Beim nächsten Mal. Wie viel Zeit haben wir denn schon? Komm, einen schaffen wir noch mit Speed-Taste, aber. Okay, gut, dann. Wenn es Speed-Taste, dann ist so. Okay. Alter, Water Hack. Ich könnte das nur auf dem Schlachtfeld. Okay, erstmal dagegen nicht empfindlich, das ist natürlich schon wieder scheiße. Oh. Warte. Das sind doch Untote, würde da nicht. Wieder. Nein! Scheiße. Hallo. Was denn? Ja, würde bei dem Untoten der Wiederbelebungszauber nicht genauso funktionieren? Wahrscheinlich. Ja, und? Na, ich frag mich. Dass man so umstellen muss, ey. Auf jeden Fall, glaube ich, die ordentliche Erfahrung, ey. Das ist ja viel weniger. Ja, guck mal, die Erfahrung. 1500. Die Königsplätze geben nice Erfahrung. Warum heißen die bitte hier Scaldia? Skeleton müssen die auch heißen. Oder King Skeleton. Die heißen hier Scaldia. Oh, die Übersetzung schafft die nicht. Naja, die Übersetzung ist viel besser, finde ich. Scaldia. Ich glaube, Scaldia müsste auch so Skelettsoldat sein oder sowas. Skeletor oder so. Naja, könnte von Skull von Skelett und Soldier kommen. Von Soldat. Also Skelettsoldat. Ja, ja. Trotzdem finde ich die deutschen Namen da schon besser. Du Arsch.
Queen. Ah, Strike First. Sehr schön. Das bringt sogar 1600 und die Kombi. Ah, normales Angreifen. Weil die haben Magie-Schild. Ich glaube, das hat ihr in der Aufnahme gar nicht gesehen, ne? Nein, ich glaube nicht. Wenn sie haben Magie-Schild, also wenn man Magie angesetzt, dann wird es reflektiert und ihr kriegt den Schaden. Und das wollt ihr nicht. Das sage ich euch jetzt schon. So. Wollen wir einfach schnell beide Felder hier reinkloppen? Dann müssen wir in diesem Part dann wieder uns rumschlagen. Aber ich leg mich hin so. Oh, 2800. Du musst es trinken. Was denn trinken? Da steht dein. Lass es stehen, das ist mein Trinken, immer noch. Mann, wenn es leer ist, dann hol ich Neues. Ja, hast du gar nicht gemacht letztes Mal. Doch, hol ich. Hä, hab ich. So. Ja, Freunde, ein bisschen sprachlos der Part, aber ja, dass wir jetzt nachspielen mussten, das hat zu lange gedauert, das ist. Warum nicht das Unexpected Attack? Und das ging ziemlich auf die Nerven. Genau, Kutschi kommt auch gleich mit dazu, genau, leck mich. Ist klar, dass wir das Unexpected Attack und so Scheiße. What the fuck? Usen! Stopp. Sag jetzt, das ist eine Frau. So, noch 7 Stück gespielt, das ist ja, ja, bei dem Spiel tut mir leid, aber es zählt sich dann als Jahr, zählt sich dann, dass wir in nächsten Part nur die Schlachtfelder bearbeitet. Das hatten wir ja schon mal, es hat gereicht. Das hat mir damals schon gereicht. Ja. Ich dachte, zeige ich euch halt die Kämpfe, einfach nur zu sehen, wie es da so abgeht, was da so kommt, aber so ein sicher ist das, aber ich finde, es gibt ja manche, die so einfach sogar gänzlich überspringen und das muss ja nur nicht sein, ich meine, da sieht man die ganzen Fails und sowas. Oh, ja. Na, oh. Also manchmal ist das wieder scheiße gewesen. Also entweder bin ich den Part Beta Set oder mit Langeweile pur. Kommt rein. Bam. Oder beides gleich. Beta Set und Langeweile pur. Ach, sind wir gleich fertig. Was heißt das eigentlich, Hag? Ich hab absolut keine Ahnung. So, und der erste Kampf. Und tschüss. Tada. Normale Erfahrung, ui. Windia. Windia. Wunderschönen Wort. Und die Fenster schlagen. Sie applaudieren uns. Dankeschön, Dankeschön. So, wir gehen auch schon mal jetzt in, heilen uns schnell und so. Oh, oh, übertrieben. Ja, maximal, wir haben, hallo, wir haben volles Geld. Where is they? Nee, 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 just ja, genau, wahrscheinlich Heil- und Gegengiftpotion von Bane. Nein, nein, Pressures. Ja, und hier Potions. Okay, also den Windsound finde ich nervig. So, Freunde, dann würde ich sagen, war es das für den heutigen Part. Tut mir leid für diese wortkarge Sache, aber das mit den Nachspielen hat einfach total uns ausgelacht. Beim nächsten Mal kümmern wir uns dann hier um Windia und die sonstigen Gebiete der Sturmberg wahrscheinlich. Bis dann! Tschüssi! Ciao! Oh Mann, war das ein Fail-Part.